Für die 18-jährige Saskia ist Marvin die erste richtig große Liebe. Sie möchte unbedingt mit ihm schlafen. Bisher ist allerdings nichts gelaufen. Doch Saskia gibt nicht auf. Warte mal, mach mal eine Pause. Jetzt hör doch mal auf! Ja, bist du bescheuert? Was ist denn los mit dir? Ich hab gesagt, du sollst eine Pause machen! Ja. Warum willst du denn nie mit mir schlafen? Wir sind schon seit 3 Monaten zusammen. Ich hab keine Lust, mich ständig rechtfertigen zu müssen. Ich hab einfach keinen Bock darauf. Ist es, weil ich dir zu dick bin oder hässlich oder beides? Ich hab da keinen Bock drauf im Moment. Fertig! Eine Stunde später, nach der brutalen Abfuhr von Marvin, ist Saskia völlig verzweifelt auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz. In der Bäckerei arbeitet auch ihre beste Freundin Doreen. Was machst du denn hier? Du musst doch erst in der Stunde arbeiten. Oh nein. War irgendwas mit dem Date? Ist was passiert? Ja, Marvin hat mich schon wieder total abgewiesen. Der hat mich sogar vom Bett gestoßen. Jetzt hör doch mal auf! Ich hab da keinen Bock drauf! Im Ernst jetzt? Ja. Das muss einfach irgendwie an mir liegen. Auf jeden Fall. Hör auf, sowas zu sagen. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Wir sind jetzt schon 3 Monate sind wir zusammen und trotzdem läuft einfach nichts. Das liegt daran, dass ich zu dick bin, auf jeden Fall. Hör auf, sowas immer zu sagen. Du bist nicht zu dick, Mann. Aber das Ding ist einfach, vielleicht wollt ihr euch ein bisschen Zeit lassen mal. Man muss sich doch lieben, wenn man miteinander schläft. Ja, wir lieben uns ja. Und 3 Monate sind ja wohl lang genug jetzt. Der Rat der Freundin ist gut, denn wenn man eine wirkliche Beziehung zu jemandem aufbauen will, dann sollte man nichts überstürzen. Es ist viel wichtiger, den anderen erstmal als Person kennenzulernen. Alles andere kommt dann ganz von allein. Marvin ist meine erste große Liebe. Wenn er Schluss machen würde, würde ich darüber nie wieder hinwegkommen. Ja, aber vielleicht braucht er ja ein bisschen Zeit noch. Wenn er nicht mit mir schlafen will, dann liebt er mich doch wahrscheinlich gar nicht. Also ich kann Marvin gut verstehen. Ich meine, schau dich doch mal an, Saskia. Glaubst du wirklich, Marvin wird geil, wenn er dich sieht? Ist doch klar, dass er keinen hoch bekommt. Du hast ja nicht mal richtige Brüste. Halt die Klappe, Jacqueline! Ich wundere mich schon die ganze Zeit, was Marvin eigentlich mit dir will. Ich meine, er hätte ja auch Besseres zur Auswahl. Siehst du, Doreen? Sogar Jacqueline findet mich zu dick und zu hässlich. Mann, hör doch nicht auf das Gelaber von der, ganz ehrlich. Die ist einfach nur neidisch. Können wir nachher vielleicht in die Stadt gehen, Dessous kaufen oder so? Dann kriege ich Marvin vielleicht mit rum. Probier das mal an. Das könnte gut aussehen. Ich probier's mal. Ja, mach das mal. Saskia tut alles, um Marvin zu gefallen. Aber das Grundproblem, nämlich ihre Unsicherheit, wird durch Dessous nicht gelöst. Guck mal, das ist richtig schön. Ja, das steht ja auch so gut. Ja? Ohne Spaß, das sieht toll aus. Ich nehme das. Ja. Das ist richtig schön. Wie viel kostet das denn? Hast du hier? Schau mal. Sassi, das ist beides zusammen 129 Euro. Ja gut, ich habe jetzt noch 90 auf dem Konto. Ja, dann kannst du das nicht kaufen. Komm, zieh dich um. Aber daran sind eh nur meine Eltern schuld. Ich krieg 470 Euro, ich muss 200 im Monat davon abgeben an meine Eltern für Essen, Trinken und Wohnen. Ist doch klar, dass ich am Ende des Monats kaum noch was habe. Ja, aber dann kannst du das jetzt aber nicht kaufen. Ich hab eine Idee, warte mal. Zieh dich um. Wie, was denn für eine Idee? Ey, was willst du denn jetzt mit dem Stift? Ich mach das kaputt und dann handle ich sie auf 90 runter, weil die habe ich ja noch. Du noch ganz richtig? Ja, du kannst das nicht kaputt machen. Na klar. Das hier auf damit. Nein, du spinnst doch. Ich mach das. Mach das nicht. Ich möchte es haben. Ja, ganz ehrlich, du machst es kaputt und sie erwischt dich dann. Hast du gefunden? Ja. Aber der BH ist hier an einer Stelle gerissen. Oh. Aber das war schon und ich würde fragen, ob man da ein bisschen was am Preis machen kann. Das machen wir eigentlich nicht. Also müsste ich erst mal gucken, ob ich noch was anderes habe? Nee, ich habe schon geguckt, da gab es nichts. Sicher? Für mich, nee. Und kann man da nicht vielleicht irgendwie was am Preis machen? Das machen wir eigentlich nicht. Also vielleicht als Ausnahme einmal. Na, es sind 129 Euro zusammen, also. Das wäre mir sehr wichtig. Ganz ehrlich, lass sein. Komm, wir finden irgendwo anders was. Nein, nur einmal. Für 100 Euro kann ich es dir geben. Und geht doch. Vielleicht bitte als einmalig 90 Euro. Naja, gut, dann waren wir 90. Ja. Ich kann überhaupt nicht verstehen, dass das geklappt hat. Doch, ist doch perfekt, dass es geklappt hat. Ich freue mich richtig. Ja, aber du hast für den Rest des Monats überhaupt kein Geld mehr. Ist egal, es ist für Marvin. Ich werde jetzt seinen Bruder Alex anrufen und dann werde ich ihm sagen, er soll Marvin aus der Wohnung locken und dann mache ich das da schön und werde Marvin überraschen. Ja, ist doch perfekt, der Plan. Gesagt, getan.
Saskia hat sich in Schale geworfen. Diesmal darf mit Marvin nichts schieflaufen. Die 18-Jährige hat an jedes Detail gedacht und kann es kaum erwarten. Doch beim Aufräumen macht sie eine unfassbare Entdeckung. Was ist das denn? Was soll das denn? Tickst du noch ganz sauber? Schon mal was von Privatsphäre gehört? Ja, aber kannst du mir das mal bitte erklären? Ich bin eben auch nur ein Mann und echte Männer schauen sich eben sowas an. Das ist der Grund, warum du nicht mit mir schläfst, weil du die viel schöner als mich findest und attraktiver, was weiß ich? Spätestens jetzt sollten die beiden miteinander besprechen, was ihnen wirklich auf dem Herzen liegt. Beziehungen brauchen ehrliche Gespräche. Nur so lernt man einander zu vertrauen. Echte Kerle, so ein Scheiß, wenn du dir sowas anguckst, dann hat es ja wohl was mit mir zu tun. Also wenn du dich zu fett fühlst, ja, dann höre auf, dauernd nur Kuchen zu fressen. Kuchen zu fressen, Kuchen zu fressen. Und nerv mich nicht so. Spinnst doch. Seid ihr nun beide jetzt in der Kiste gelandet? Saskia hat die Erotikseiten auf meinem Laptop entdeckt. Da war sämtliche Romantik dahin. Zur gleichen Zeit. Saskia ist verzweifelt. Sie hat ihr letztes Geld für sexy Dessous ausgegeben. Alles umsonst. Warum arbeitest du? Frau Sturmkurt ist kurz weg und hat sie gefragt, ob ich einspringen kann. Ja, aber wenn du Bock hast, kann ich auch fix eine Pause machen. Ich habe ja Zeit. Ja. Ja? Guck mal, hast du Lust auf einen? Nee, danke. Ich möchte nichts essen. Wie, warum willst du nichts essen? Marvin hat gesagt, dass ich zu dick bin und er deswegen nicht mit mir schläft. Wenn du dich zu fett fühlst, ja, dann höre auf, dauernd nur Kuchen zu fressen. Warum sagt er denn, du bist zu dick? Was soll denn das? Ey, wenn er dich nicht nimmt, wie du bist, ne, dann kann der Typ gehen. Ja, er hat halt so Erotikfilme geguckt und die Darstellerinnen darin findet er wahrscheinlich viel schöner als mich. Mann, die sind doch eh alle operiert. Wie Erotikseiten? Jetzt ehrlich? Was ist das denn? Kriegst du noch ganz sauber schon mal was von Privatsphäre gehört? Warum guckst du dir so einen Schrott an? Ich muss ehrlich sagen, ich habe Angst vor dem ersten Mal mit Saskia. Sie hatte immerhin schon zwei Beziehungen mit Sex, während es bei mir noch nie dazu gekommen ist. Naja, Brüderchen, eins muss ich dir sagen. Diese Filmchen, diese Erotikfilme, die im Internet kursieren, die haben wirklich nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Ich habe diese doofen Filme doch nur gesehen, weil ich mich etwas vorbereiten wollte auf das erste Mal mit Saskia. Ja, vorbereiten hilft da nicht. Da hilft wirklich nur Learning by Doing. Na, so sicher bin ich mir da nicht. Sie war so sauer, als sie gegangen ist. Und so verletzt. Und außerdem habe ich gar keine Ahnung, wie ich das Thema jetzt noch anschneiden soll. Und dazu kommt ja auch noch, dass Saskia denkt, ich sei ein Profi. Da bleibt jetzt nichts anderes übrig, als Mut zu haben, auf Saskia zuzugehen, den ersten Schritt zu machen. Und dann wird das schon was mit dir und Saskia. Na, hoffentlich. Na ja, guck mal, meine Lippen sind viel zu schmal. Mein Bauch, meine Beine, mein Po ist viel zu dick. Aber eine Operation kann ich mir nicht leisten. Aber ich habe überlegt, dass ich vielleicht so eine Null-Diät mache. Ey, hör auf damit, ganz ehrlich. Weißt du, wie gefährlich der Scheiß ist? Wirklich, sich für so einen Typen zu verbiegen, das lohnt sich gar nicht. Doch, für Marvin lohnt sich alles. Wenn er mit mir Schluss machen würde, drehen meine Welt wäre zu Ende. Entschuldige, Sassi, aber ich muss mal fix zur Toilette. Ja, mach. Na, Saskia, da habe ich ja einiges gehört. Darf ich mich setzen? Nein. Na, hast du endlich eingesehen, dass du zu dick bist und dass du für Marvin ein bisschen besser aussehen musst? Wenn du dich zu fett fühlst, ja? Dann höre auf, dauernd nur Kuchen zu fressen. Mann, Jacqueline, geh einfach und lass mich in Ruhe. Oh, Saskia, ich will dir doch nur helfen. Weißt du, ich kenne da so einen Typen und der hat ganz super Diätpillen. Die sind zwar ein bisschen teuer, aber du wirst halt schnell abnehmen. Okay, und was sollen die kosten? Naja, 10 Stück kosten 200 Euro. Hm, ich weiß nicht. Aber ja, ich würde es machen. Naja, dann würde ich sagen, treffen wir uns morgen im Park. Ja, was willst du denn? Nichts. Diätpillen sind genauso schlecht wie Crash-Diäten. Sie versprechen schnellen Erfolg, aber sie nützen nichts. Viel besser wäre es, sich einfach mehr zu bewegen und weniger und gesünder zu essen. Mama? Ja, Saskia? Meinst du, ihr könntet mir 200 Euro leihen? Wie? 200 Euro leihen? Bin ich die Bank? Du hast dein Ausbildungsgeld. Ja. 470 Euro. Ja, das reicht ja aber nicht. Ich muss euch 200 Euro abgeben. 200 Euro, die du abgibst, ist doch nicht viel. Das ist normal. Du musst doch irgendwann mal lernen, mit deinem Geld hinzukommen. Saskia, wie viel brauchst du denn? 200 Euro. Ich seh's an deinem Blick schon wieder.
Du wirst schon wieder weich. Ich frag ja nur. Ja, egal, lassen wir es. Komm, mit einkaufen. Wir gehen jetzt einkaufen, dann siehst du mal, was alles kostet. Nee, ich will jetzt gar nicht mehr mitkommen. Ich will mit euch gar nicht reden. Ja, wieder bockig sein. Ist wieder mal typisch meine Tochter. Ach, unmöglich. Aber du lässt ja immer alles durchgehen. Nee. Also diesmal, du leidst mir tut wirklich nicht. Hast du das Geld dabei? Ja, hab ich. Hast du die Pillen? Ja, natürlich habe ich die Pillen. Ja, dann hier. Hier. Dankeschön. Wenn du noch mehr davon brauchst, dann sag Bescheid. Davon gibt's noch mehr. Okay, und ich kann jetzt ganz normal alles essen? Ja, du kannst jetzt weiterhin alles in dich reinstopfen. Reinstopfen. Nur, dass die Pillen in deinem Körper das Fett und den Zucker binden. Du musst dir jetzt immer nur die Pillen einschmeißen, wenn du was isst. Und dann nimmst du schon irgendwann ab. Okay. Spinnst du? Hör auf, das zu nehmen. Du weißt gar nicht, was das ist. Das sind Diätpillen. Ja, ganz ehrlich, vielleicht sind die Tabletten gefährlich oder so? Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht gefährlich sind und du übertreibst einfach schon wieder. Ja, alles klar, ey. Sie sehen aus wie so eine Berlin-Kopfschmerztabletten. Kriegt man doch an jeder Ecke für 3 €. Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie vom Drogendealer hat. Ja, vom Dealer, alles klar. Seit wann verkauft er denn Diätpillen? Ja, weiß ich doch nicht. Du spinnst doch total. Hör auf mit dem Scheiß. Und wo hast du überhaupt das Geld her? Du warst doch blank. Ich habe eine Geldquelle aufgetan. Was für eine Geldquelle? Hast du geklaut oder was? Ja, musste ich ja wohl. Wenn meine Eltern mir das nicht freiwillig geben, dann ist es doch logisch, dass ich sie irgendwann beklaue. Du bist doch nicht mehr ganz dicht. Doreen, du weißt ganz genau, dass ich schlank sein will. Und ich mache das alles für Marvin, okay? Und du hast null Verständnis dafür. Gar nicht. Einen Tag später. Saskia ist ihren Eltern erfolgreich aus dem Weg gegangen. Die 18-Jährige ahnt nicht, dass diese den Diebstahl bereits entdeckt haben. Ihren Freund Marvin hat sie seit der Dessous-Panne nicht mehr gesehen. Saskia. Was machst du denn hier? Wir waren noch gar nicht verabredet. Ich wollte dich einfach nur sehen. Und was sehe ich hier? Mein kleines Törtchen, was ein Törtchen ist. Wolltest du nicht abnehmen? Wenn du dich zu fett fühlst, ja? Dann höre auf, dauernd nur Kuchen zu fressen. Glaubst du wirklich, Marvin wird geil, wenn er dich sieht? Ist doch klar, dass er keinen Hoch bekommt. Ach so. Ist mir doch egal. Ich mag dich so, wie du bist. Nicht wahr, mein Sahnetörtchen? Ich bin eigentlich hier, weil ich mich entschuldigen wollte. Es tut mir leid, ich war ein Idiot. Es tut mir wirklich leid. Hi, Marvin. Oh, hallo. Ja, schön, dass du uns alle besuchst hier. Ja, klar. Geh doch nicht so in den Ausschnitt, hallo. Ja, was denn? Ich guck doch nur. Was kann ich denn dafür, wenn die so große Brüste hat? Musst du trotzdem da nicht reingucken. Das ist natürlich richtig fies von Jacqueline. Und auch Marvin hätte hier einfühlsamer sein sollen. Ist also total verständlich, dass Saskia richtig gekränkt ist. Hey, no, 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 no.